So, da sind wir wieder zurück zu meinem Let's Play Together. Also, jetzt war ich gerade mit Gast, mit Lava. Wir spielen ja gerade The Walking Dead Season 1. Ja, jetzt haben wir halt die große Entscheidung: töten wir ihn oder töten wir ihn nicht? Weil, wenn wir ihn nicht töten, könnte er ja überleben und das jemand anderem weiterhin antun. Und wenn wir ihn töten, sind wir nicht besser wie sie. Oder wir würden halt verhindern, dass er niemandem mehr etwas antun kann. Und da haben wir Lava vorhin gesagt, sie hat noch nie eingesehen, dass der ihn umgebracht hat, werden wir das jetzt tun. So. Stimmt, Clementine kann das ja auch noch sehen. Clementine hat mich angesehen, was du getan hast. Dum, 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 dum. Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Tja, manchmal muss man etwas tun, um seine Leute zu beschützen, ne? Er wäre am Ende sowieso gestorben. Charlotte mitgenommen. Also das Gewehr. Ah, okay, alles klar. Ich sag doch, da wird es gleich regnen. Ist das der Mond da oben? Sieht ein bisschen komisch aus, der Mond, aber okay. Also dann mal los. Ach nein, jetzt können wir auch noch die Wolke. Nein. Ja. Ja, doch. Einer. Kali. Oh, hi. Carly. Lee? Und Ben. Is everyone okay? We heard screams as we were coming up to the house. Wir brauchen eure Hilfe. I need your help. Yeah, when you guys didn't come back, I figured something was up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Duck and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Okay. You have a weapon? I don't leave home without it. Gut. Ben, stick close. And Lee, be careful. I left Danny in the bar. He got what he deserved. Du hast Brenda verängstigt. Ich komme rein. Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Ja, ich kann aber nichts machen, außer dir zu folgen. Stop right there, I mean it. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Oh, komm schon, beruhig dich wieder. Stay back! Don't do anything! I told you to stop! I told you! Du bist zu weit vorgegangen. Oh. Okay, dann nochmal. Let her go, Brenda!
Brenda, come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Wenn sie wieder redet, musst du stehen bleiben. Okay. Du darfst da nicht weiter sein. Mann, du darfst da nicht weiterlaufen. Ich bin so ungeduldig, ich merk schon. Let her go, Brenda. Ja, ja. Please, don't you take another step. Brenda, come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Ist da oben nicht ein Zombie? Ja, das ist Mark. Der ist Zombie. Jetzt. Stay back! Muss sie da hochbringen. Lass sie gehen, Brenda. Du musst sie einfach nur hinhalten. Wenn du sie provozierst, wird's schlimmer. Du wirst uns doch alle töten. Dir fehlt der Mumm, bitte mach es nicht noch schlimmer. Just stop. Noch weiterlaufen? Ja. Okay. Beruhig dich! Calm down! What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline! XXXXXXXXXX Dreieck! Ja, der Zaun hat gut gehalten! Autsch! Lass mich los! Lily, help! ja, klar. Als ob die dir helfen würde. Was jetzt? Ja, der haut mich jetzt um. Hallo? Stopp! Stopp! So. Mann! Danke für deine Nichthilfe, ja?
that all you got, Lee? You ain't shit! It's over! Fuck you! As soon as Dan and Mama get out here, you're all fucked! Ja, klar. Sie sind beide tot. What did you do? What the fuck did you do? Don't you dare walk away from me, Lee. Get back here and finish this, Lee. Soll ich jetzt ernsthaft noch eine Kugel verschwenden an dich? Nee, nein. Geh einfach. Tschüss. Ich will gehen. Tschüss. Get back here and fight me like a man, Lee. Lee. Du wirst es von dem Walker gefressen. They're getting in. Der Generator ist am Arsch. Toll. Ich hätte den jetzt auch erschießen können, ihn von seinem Leid befreien können, ne? Mhm. Hätte Fahrradkette. Normalerweise wäre das ja auch die richtige Entscheidung, damit dann würde er jetzt nicht qualvoll sterben an den Zombies, ne? Du kämpfst wie ein Mann. Tja, es geht wohl doch wieder zurück zum Motel, was? Hm. Wieso hat eigentlich Lily die Waffe? Ach nee, jetzt kommt ja noch das mit dem Auto, ne? Mhm. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Ja, hör auf darüber nachzudenken. Yeah. Clementine almost ate some. But? I stopped her. I can't leave her alone, Carly. This fucking world now. It's hiding just unspeakable shit at every turn. Katja managed to grab this while she was in the house. She boah, ich könnte jetzt das Ende spoilern, ich will nicht. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. Jetzt ist er natürlich verletzt, ne? There's gonna be fall. Aber Kenny ist eine harte Socke. Lily's dead. Yeah, I would imagine so. What do you think? Ich halte zu dir. I'm with you, Kenny. We'll do what has to be done. You're damn right. Listen, that RV back at the motor inn is just about ready to roll. I want you to come with us. I mean it. Okay. Yeah. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Das hätte ich nicht tun sollen. Ja, sie waren schlecht. Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark, and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, Dad, what's that noise? Sounds like a car. Oh, God, not more strangers. Das klingt aber eher wie eine Alarmanlage als wie alles andere. Kommt raus, sonst ziehst du dich.
gekommen. Nähere dich langsam dem Wagen. Da ist keiner. Figures. Oh crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Ja, manche haben halt vorgesorgt, ne? This food could save all of us. Not all of us. Ja, Larry. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? Ich entscheide mich für Viereck. You're right. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. We've done enough damage already. What do you mean by that? Come on, Kenny. Between this and the meat locker, you know what it means. Fine. Suit yourself. The rest of us are taking this stuff. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? See if there's any water. Here. Aber trotzdem nehmen die jetzt alles raus, ne? Ja. Got it? Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down. Yeah. Oh, God. Lee, you're gonna wanna see this. Ich will auch sehen. Wenn man es dringend braucht. Tja, wir wurden überwacht. Ist die verrückt oder was? Tja, die Farm wird es jetzt nicht mehr geben. Ja. Making is done, pal. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. It's starting to add up. I need to get to the coast.
get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? But we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Tja! Ja, das ist Spoiler! Ja. Ja, David hat das Bein abgehakt. Du und 43 Offizier haben das Bein abgehakt. Yay. Jalen erschossen. Du und 60% der Spieler haben ihr zugehört, bevor Dennis sie erschossen hat. Geholfen, Levi zu töten. Du und 49% der Spieler haben geholfen, Levi zu töten. Yay. Beide Sankt Jaon Brüder umgebracht. Du und 61 Mitspieler haben nicht beide Brüder getötet. Ja, man hätte es eigentlich auch machen können. Das wäre in dem Fall auch schon wieder wurscht gewesen, ne? Lebensmittel aus dem Wagen gestohlen. Du und 48% der Spieler keine Vorräte mitgenommen. Eigentlich bin ich ja immer dafür, diese Vorräte mitzunehmen. Aber ich möchte gerne wissen, ob das etwas ändert im letzten Kapitel, wenn ich mich dagegen entscheide. Mhm. Deswegen habe ich dieses Mal Nein gesagt. Also sonst will ich sie nämlich auch mitnehmen. Ja, das war Episode 2. Ja, mich hat's gefreut, dass ich dabei sein durfte bei dir. Wir hatten auch Spaß, wir zwei. Definitiv. Ja, vielleicht, definitiv. Vielleicht bist du ja noch länger dabei. Oh. Vielleicht das nächste Mal wie. Oh, jetzt kommt die Episode 3, die ich auch nicht so mag. Mm. Ja, aber im Endeffekt, die letzte Episode ist ja nicht mehr viel, ne? Ne, die letzte Episode, also die nächste Episode ist nicht lang. Ja. Ja, in dieser Episode haben wir auch wieder einige schwierige Entscheidungen treffen müssen, zu wem wir halten, wen wir schießen, wen nicht. Du wirst noch viele, viele, viele weitere schwierige Entscheidungen treffen müssen. Das weiß ich. Der, wie gesagt, Staffel 1 ist für mich nicht blind. Dafür als Season 2. Ja, die schwierigste Entscheidung wird in Staffel 2 kommen. Garantiere ich dir. Ja. Das wird kein Zuckerschlecken. Ja, also man muss hier sowieso eine schwierige Entscheidung nach der anderen treffen. Das ist richtig. Dabei bin ich gar nicht so entscheidungsfreudig. Ich finde es aber schon cool, wenn das Spiel dich auch ein bisschen mitentscheiden lässt, ja. Das stimmt. So, das war Episode 2. Und damit sieht man sich dann im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao. Ciao.